gerade ein bisschen Angst, dass es kalt wird, weil heute Nacht hatten wir -3-4 Grad draußen, aber unsere Heizung ist gelaufen. Es war die ganze Nacht warm, es ist immer noch warm. Und die Sonne scheint mal überraschenderweise, kein Regen heute, dafür schneebedeckte Berge und Straßen. Die geplante Wanderung im Grün, die ich mir für heute für uns überlegt habe, wird wahrscheinlich eher eine Wanderung im Weißen. Mal sehen, ob wir unsere Schneeschuhe brauchen. Na, ich glaube, ganz so schlimm wird es nicht, aber schauen wir uns da mal an. Judith hat sich natürlich nicht nehmen lassen, geht jetzt Hunde füttern. Parkplatz gefunden, stehen jetzt hier an diesem Stausee und werden da mal so ein bisschen die Straße lang spazieren, bis wir da unten irgendwo zum See kommen. Nicht ganz schön. Kann man sich nicht beschweren hier. Also es ist ja eine recht sumpfige Angelegenheit hier. Aber schön. Schön ist es schon. So, Zeit für eine Shoppingrunde im Praktika. Wie war deine Einkaufserfahrung beim Praktika? Das ultimative Shopping-Erlebnis. Und drei Dinge gekauft. Von unserer Liste, wo 20 Sachen drauf waren, haben wir drei bekommen. Jetzt versuchen wir es noch beim Ikea für ein paar Sachen. Wir schauen, ob wir da erfolgreich sind. Na dann auf zum freundlichen Schweden des Vertrauens. Hallo. Ich bin erstaunt, wie ruhig es hier ist. Ikea in der Schweiz und Österreich ist immer voll Halligalli. Halligalli Drecksau-Party. Was heißt denn jetzt England von diesen beiden Dingen? Wir gehen irgendwo rein,
Wenn wir irgendwo gegen eine Tür laufen, dann war es der Ausgang. Sieht aber sehr geschlossen aus. Ach, okay. Was steht da? Kann ich nicht lesen. So viel Aufregung. Oh mein Gott. Ja, hier, wunderschön, Umbau. Ich glaube, wir sind in dem im Umbau begriffensten IKEA aller Zeiten. Da. Aber ich bin nicht zum Essen. Ich glaube, wer freut sich einfach, dass du ihn streichelst. Hey, nicht meine Jacke beißen. Die werden von einer wilden Bestie verfolgt. Drüben ist der IKEA. Hier ist irgendein Laden namens The Mart. Und hier im letzten Eckel haben wir uns jetzt hingestellt und werden die Nacht verbringen. Unseren gestrig gescheiterten Versuch, noch ein paar Dinge für unseren Yoda zu kaufen beim Baumarkt und auch beim IKEA, geht es jetzt heute weiter zur Fähre nach Igoumenitsa. Wir wollen als erstes mal zum Hafen fahren, um alles zu klären, weil wir konnten online nicht ganz die richtige Größe eingeben. Wenn man einen Wohnwagen eingibt bei einer Fähre, kann man, glaube ich, maximal eine Höhe von 2,50 Meter oder sowas eingeben. 3 Meter, sagt der Arthur. Wir haben halt ein paar mehr Zentimeter. Und deswegen müssen wir da jetzt als erstes mal Bescheid geben. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Der ganz normale Corona-Wahnsinn. Wir haben in Griechenland festgestellt, dass während wir in Albanien ohne Internet waren, die Schweiz die Einreisebestimmungen geändert haben. Jetzt müssen alle Einreisenden, egal ob geimpft oder nicht, einen PCR-Test vorweisen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir hier keinen mehr organisiert bekommen haben in Griechenland. Jetzt sind 20 Stunden auf der Fähre sind nach Ancona und um 17 Uhr am Freitag am Abend in Ancona ankommen. Das ist ein Problem, weil am Wochenende de facto kaum jemand PCR-Tests macht und es ist in Italien ohnehin verdammt schwierig, einen PCR-Test zu bekommen. Also haben wir die letzten ungefähr 3 oder 4 Stunden damit verbracht, irgendwie diese blöden PCR-Tests zu organisieren, was wir jetzt hoffentlich geschafft haben. Wir haben jetzt morgen Abend, wenn wir ankommen, bis 19 Uhr Zeit, dort zu irgendeinem Testcenter hinzufahren, zu bezahlen und unsere Daten anzugeben, damit wir dann am Samstag am Vormittag wiederkommen dürfen für unsere Tests. Die haben wir dann zwar bis 2 Uhr, hat es geheißen, das ist zwar schön und gut, aber das heißt damit, dass wir am Freitag auf Samstag noch irgendwo dort bei Ancona schlafen müssen. Ja, also ich hoffe jetzt mal, dass das so alles klappt. Wenn nicht, wäre blöd. Wenn ja, ist gut. Drückt uns die Daumen. Hä? Und in der Zwischenzeit gewinnt das Wetter wieder mal wunderbar an Grausigkeit. So, jetzt bin ich da ungefähr eine Viertelstunde im kompletten Schiff herumgerannt. Einer hat gemeint, ich muss hier bleiben. Der nächste hat gemeint, ich muss zur 12 da irgendwie 300 Meter weiter rüber. Und dann der dritte, der offensichtlich am meisten Ahnung hatte, hat gemeint, ich bin da richtig. Schon mal gut. Das da vorne ist wohl unser Schiff. Die laden aber geradeaus. Und ich soll jetzt hier wieder um den Platz herum.
und mich hinter den Trucks da irgendwo anstellen. Also der hat sogar tatsächlich auf mein Ticket geschaut. Ich glaube, der hat gewirkt, dass er eine Ahnung hat. Und hat gemeint, ja, das ist das Schiff, ich fahre mit denen mit und ich soll mich da hinten anstellen. Also das werde ich mal machen und dann hoffe ich, dass ich irgendwo auf dem gleichen Schiff lande wie die Judith. So, und hier stelle ich mich jetzt einfach mal an und warte, was passiert. Ich glaube, die da laden da gerade vorne aus. Sieht zumindest so aus. Wenn die alle weg sind, dann hoffe ich, dass ich jetzt irgendwie richtig bin. Das Geile war ja auch vorher, wie der Kerl da reinschauen wollte. Ich konnte die Treppe nicht rauslassen. Wir haben nur einen von diesen Schlüsseln, mit dem man die Verriegelung von der Treppe aufsperren kann. Jetzt konnte ich den Kerl nicht aufmachen. Ich hatte ja Glück. Das ist normalerweise ist die Tür so hoch, dass ich eigentlich nicht raufkomme. Ich bin ja ein eher kompakter Mensch. Aber in dem Fall hatte ich Glück, weil ich direkt in den Gehsteig stand. Deswegen bin ich gerade mit Ach und Krach irgendwie hochgekommen, dass ich die Tür wieder verriegeln konnte, nachdem ich sie aufgesperrt habe. Problem ist ja, wenn ich die wieder zumachen will, dann muss ich die Türschnalle nach oben drücken, damit die Riegel alle reingehen, sonst kann ich nicht zusperren. Und ich glaube, das ist sich um 4 mm oder so gerade ausgegangen. Tja. Also keine Ahnung, was die da aufführen. Die Hälfte von der LKW da vorne fährt rückwärts raus. Die Menge tobt. Es scheint sich was zu verbessern. Die LKW kommen zumindest mittlerweile vorwärts raus. Übrigens auch spannend. Die Judith haben sie ja aus dem Auto rausgescheucht. Die musste irgendwie zu Fuß dahin. Die da im Auto daneben dürfen aber zu mir drin sitzen. Ich ziehe alles zurück. Da vorne fährt wieder ein Autotransporter verkehrt raus. Ich bin ja zuversichtlich, dass zumindest ich auf dem richtigen Schiff lande. Auf dem Ding steht da nämlich riesengroß Florencia drauf. Und das steht zumindest hier auch. Also entweder schicken die mich nach Florenz und ich bin nicht auf dem richtigen Schiff, oder es deckt sich. Hoffen wir, dass die Judith auch noch auf dem richtigen Schiff landet. Dann haben wir gewonnen. Da vorne dreht jetzt einer mal einfach auf der Rampe um. Es geht um nichts. Oh Gott, es tut sich was. Ich kann mit so viel Druck nicht umgehen. Da fährt einer raus. Keine Ahnung. Ich stehe jetzt in erster Reihe. Der vor mir ist vorausgefahren, ich bin dem nachgefahren, wurde schon wieder wild angeschrien und wieder zurückgeschickt. Da vorne wird wild gestikuliert, geschrien, gestritten, keiner kennt sich aus, da fährt einer raus, da steht einer an. Alles geht und gar nichts gilt. Ich sehe die Judith, ich glaube, wir landen am gleichen Schiff. Ist es bei dir genauso chaotisch wie hier? Geht's dir gut? Nein. Weil ich seit einer Stunde versuche, mich anzuziehen. Schlecht? Weil sie mich nicht durchgelassen haben, weil ich keinen Ausweis habe. Das ist schlecht. Du hast mich gefunden. Was brauchst du? Ich wurde durchgecheckt, hatte keinen Schlüssel, damit ich die Treppe rasle. Brauchst du jetzt einen Ausweis? Steigst du jetzt ein? Hups! Ja, dann gibt dir nicht alle. Also, Österreich, das schaut nach mir aus. Der ist einfach da mit rein. Ich hab, also, es gibt hier, glaube ich, keine Regeln mehr. Später. Die Menge tobt, ich weiß noch nicht, wo ich hin. Steht mir die Hälfte im Weg. Wir dürfen zumindest mal vorwärts rauffahren. Thank you.
Oh ja. Wir sind auf dem Schiffchen. Die Nacht war okay. Obwohl wir im Deck geschlafen haben, es war weniger schlimm als befürchtet. Wir hatten, nachdem wir alles dabei haben, was ziemlich cool ist, haben wir halt auch unsere Schlafsäcke dabei gehabt, die haben wir mitgenommen und haben dann an Bord geratzt. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, ruhig, aber ansonsten eigentlich ganz gut. In drei Stunden, wenn wir in Ancona ankommen, dann müssen wir schauen, dass wir sie irgendwie rechtzeitig im Schiff schaffen und zu diesem Labor hin, dass wir dort uns anmelden können für den nächsten Tag. Das geht natürlich nicht online. Das müssen wir noch vor 7 schaffen. Um 5 sollten wir ankommen, um 7 sollten wir dort sein. Theoretisch müsste es ausgehen, wenn wir keine Verspätung haben und sie uns nicht irgendwie jetzt ewig kontrollieren, aber ich hoffe mal, dass das Ausladen weniger chaotisch an und abläuft als das Einladen, aber wir werden sehen. Gerade noch rechtzeitig haben wir es zum Labor für die PCR-Tests geschafft. Unsere Rückreise nach Zürich steht nun an, nichts mehr im Weg. Noch etwa 5 Monate müssen wir uns jetzt gedulden, bis wir zu unserer großen Reise um die Welt aufbrechen können. Da wir unsere Wohnung bereits gekündigt haben und komplett in unserem Yoda wohnen, sind unsere Ausgaben für die Zeit aufs Minimum beschränkt. Wir werden noch Vollzeit arbeiten und somit nochmal ordentlich die Reisekasse befüllen. In den nächsten Videos werden wir euch unser Fahrzeug im Zuge einer Roomtour mit all seinen Details vorstellen. Angefangen damit, was wir uns bei XCAP haben alles an- und umbauen lassen, bis hin zum Layout und der Einrichtung der Kabine. Wovon wir große Fans sind und was wir aus jetziger Sicht doch anders gemacht hätten, erzählen wir euch also beim nächsten Mal.